Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains World 5, denn ich spiele das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Frankfurt-Fulda auf der Kinzigtalbahn und unser Dienst beginnt hier und heute am Hauptbahnhof von Hanau. Und zwar haben wir die Aufgabe, diesen gemischten Güterzug weiterzufahren. Ihr seht es, Autozug und ja, halt ein gemischter Güterzug vorne dran. Unsere BR193 Vectron in Verkehrsrot. Einer der mitgelieferten Farbgebungen, die es ja mit diesem neuen Teil gab. Es gab ihn ja einmal in die Farbgebung, wie wir sie auch schon von der TSB 4 kennen. Dann gab es ja die Flixchain-Farbgebung und halt dieses wunderschöne Rot. Und genau in diesem wunderschönen Rot habe ich mir heute die Vectron ausgesucht und mir gedacht, wir machen heute mal ein schönes, kleines, kurzes Güterzug-Szenario auf dieser wundervollen Strecke Frankfurt-Fulda und ja, würde sagen, wir beginnen. Zwar damit, den Zug aufzurüsten, das haben wir nämlich noch nicht getan, das müssen wir noch eben machen. So, wir müssen natürlich hier in die Einstellungen. Die PCB-Modus lassen wir so. Ich glaube, das passt soweit. Da müssen wir auf jeden Fall die AFB noch einstellen. AFB, AFB, Genau. Und zwar müssen wir die auf AFB. 40 machen. Vorerst. So, wir machen die Lichter natürlich auf ein. Fernlichter brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Führerscheinsbeleuchtung brauchen wir nicht. Haben wir jetzt die Zugspitzensignale an oder nicht? Das ist immer so eine Frage bei der Vectron. Die sehen aber an aus. Ja, die leuchten. Sehr schön. Gut, dann haben wir das soweit. Übrigens, ich hatte mal die Frage bekommen, wie ist mit diesem Super Zoom hier, wie das funktioniert. Und zwar, ihr müsst euch den God-Modus runterladen. Den gibt es auf der Seite www.trainsimcommunity.de zu finden. Ich kann euch gerne den Link in die Videobeschreibung packen. Ich wusste das selber nicht mehr. Habe mich selber erstmal wieder schlau gemacht. Aber diesen Super Zoom gibt es auf jeden Fall nur, wenn ihr den God-Modus runtergeladen habt. Und genau, und dann habt ihr auch das hier alles. Könnt ihr ja auch noch ein paar Dinge machen. Ja, und wie gesagt, den God-Modus gibt es auf der Seite www.trainsimcommunity.de. Ja, so viel dazu. So, unsere Aufgabe besteht heute darin, dass wir nach Langenselbold fahren sollen. Bahnsteig 3, dort endet dann unsere Fahrt. Wie gesagt, es ist ein kleines, süßes Güterzugszenario, wie es die sie ja selten auf meinem Kanal gibt. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das heute mal. Genau, ja. So, wir haben jetzt gleich wahrscheinlich Ausfahrt. Genau. So, jetzt haben wir 10 Kilometer bis Langenselbold fahren, dann tun wir das. Wir haben aber noch Rot. Lieber Herr Fahrdienstleiter. Ja, wir sollen noch warten. Dann tun wir das. Ist denn da irgendjemand auf unserer Strecke, weswegen wir nicht fahren können? Ja, da. Der ICE 1656 nach Leipzig Hauptbahnhof ist da, glaube ich, noch. Jetzt fährt er nämlich jetzt gleich hier kreuzt unsere Strecke. Und deswegen haben wir noch keine Ausfahrt, genau hier. So, sobald er nämlich da vorbei ist, was jetzt gleich sein wird, wenn wir grün bekommen. Genau. Ein Dreier, so wie es aussieht. So, das dürften wir gleich Ausfahrt haben. Na also, da würde ich sagen, los geht's. Na komm. Dann muss ich die Bremse doch noch separat lösen. Das kann natürlich sein. Ja, die musste ich noch ein bisschen lösen, damit wir uns vom Fleck bewegen. Die SIFA denn jetzt aktiviert? So. Zugbeeinflussung. Sagen wir, was fehlt dort noch?
Zugbeeinflussung. So. Zugbeeinflussung. Jetzt geht's voran. Bei einem Ausfall der PCB ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h zu reduzieren. Gut zu wissen, dass das jetzt so da angeschlagen steht. So, Ausfall mit 40. Sifa. Wunderschön. Hundertdreiundneunzig, 108 fahren wir. Ach, seht mal, da wartet der nächste ICE auf Weiterfahrt. Aber weil wir natürlich gerade noch sein Gleis blockiert haben, hat er natürlich rot, logischerweise. Das können wir natürlich ganz gut hier an der Karte sehen. Er steht hier und wir haben ihm hier das Gleis vorhin blockiert. Und deswegen hatte der kurz Halt, aber das ist mittlerweile aufgehoben und er darf. Auch ein wunderschönes Bild. Wunderschön. Ach geil. Wunderschön. Wunderschön. Ah, wir sind in der LZB angekommen, ja, sehr schön. Dann machen wir das natürlich AB-mäßig ein wenig höher. So. Nach 100 dürfen wir auf jeden Fall, auch mit einem Güterzug. So, tun wir das natürlich. Werden wir natürlich nicht fahren dürfen aufgrund der PTB bzw. aufgrund der Zugart M fahren wir, also PTB Zugart M, und wir fahren einen Güterzug, der darf natürlich keine 200 km/h fahren, logischerweise. Das ist scheinbar nicht animiert. Schade eigentlich. Was ist das denn hier für ein Display? Kennt ihr euch da aus? Könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das hier für ein Display ist. Wozu der da ist, was die Funktionen sind und so weiter. Wenn ihr da Ahnung habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß es leider nicht, deswegen frage ich. So, dann fahren wir hier bis Langenselbold.
Dann werden wir unseren Zug dann an Bahnsteig 3 abstellen. Wahrscheinlich wird ein Kollege übernehmen oder der wird von da aus dann irgendwann später weitergefahren oder die Wagen werden getrennt. Whatever, das werden wir wahrscheinlich gar nicht erfahren, weil natürlich das Szenario da lang in so bald endet für uns. Und was dann mit dem Zug weiter geschieht, bleibt unserer Fantasie überlassen. So 5,7 Kilometer noch. Wie gesagt, das ist ein kleines Szenario. Aber das muss ja auch mal sein zwischendurch. Ein schönes, kleines, hübsches Güterzug-Szenario. Mit der BR193 in roter Farbgebung. Eine, wie gesagt, der mitgelieferten Farbgebungen für die Vectron im neuen Teil TSW. Wie gesagt, es gibt sie in der Originalfarbgebung, in diesem Grau-Blau, hätte ich fast gesagt, in diesem Cargo, in der Cargo-Farbgebung, so wie wir sie ja auch schon von TSW 4 kennen. Dann gibt es sie ja, wie gesagt, in die Flixtrain-Lackierung und halt in diesem wunderschönen Verkehrsrot. Oder ein wunderschönes Rot, wie auch immer. Und ja, genau. Man kann übrigens, das habe ich vorhin gemerkt, auch in der Flixtrain-Farbgebung Güterzug-Szenarien spielen. Sehr bestimmt auch ulkig aus, so eine Flixtrain-Lok von einem Güterzug. Bestimmt auch witzig. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aktiv werden hier. Das heißt, wir werden jetzt hier mal die PCB, die AFP runterschrauben. Die LCB endet nämlich gleich. Könnt ihr hier nachlesen, LCB Ende, Signale, Fahrplan beachten. Genau. Wir haben den Angleicher aktiviert, Bremsen angelegt. Das ist sehr schön, dass man das alles so nachlesen kann hier. So, wir gehen schon mal runter auf 60. Weil wir nicht mehr eine lange Strecke haben. Fast versäumt, den Wachsamkeitstaster zu drücken, das wird mies in die Buchse gegangen. 40, ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Wenn wir nämlich gleich ein halbzeigendes Signal zu erwarten haben, dann müssen wir auf jeden Fall unter 45 sein. Deswegen sind die 40 km/h jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Beeinflussung.
mir zu schnell, zu langsam. Es ist jetzt wieder so eine Sache. Nicht zu schnell die Leistung wegnehmen, aber auch nicht zu spät. Das ist immer so eine Sache. Man will ja auch nicht über das rote Signal sausen. Das wäre jetzt eher blöd. So kurz vor Ende. Ich glaube, es reicht die reine Lokbremse. Oder? Einfach doch noch ein bisschen mit der Zugbremse nach. Die Wagen schieben ja auch ein bisschen noch. Ja, gut, dass wir das gemacht haben. Das hätte sonst nicht gereicht. Das war das kleine Szenario mit der BR193 Vectron von der Deutschen Bahn. Ihr seht es da, BR193 Vectron DB. Auf der Strecke Frankfurt-Fulda-Kinzigtalbahn. Wir haben Diamant erhalten, das war jetzt auch nicht so schwer. Wir haben keinen Punktabzug erlitten, das ist auch sehr schön. Ja, das war's mit dem kleinen Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt einen schönen Feiertag, eine schöne Restwoche. Morgen noch den Freitag und vielleicht habt ihr ja Brückentag. Ich leider nicht, aber naja. Das ist eine andere Sache. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Euer Dedenich Peters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.